Kern des Pakets sind spezielle Aufnahmezentren. Bundesweit sollen bis zu 5 solcher Einrichtungen entstehen. Hier durchlaufen vor allem Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern ein Schnellverfahren. Für die Dauer des Verfahrens gilt eine Residenzpflicht. Die Asylsuchenden dürfen sich nur in festgelegten Gebieten aufhalten. Für bestimmte Flüchtlinge wird der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt. Dies betrifft Menschen, die zwar aus einem unsicheren Land kommen, aber dort nicht unmittelbar persönlich verfolgt werden. An den Kosten für Sprach- und Integrationskursen müssen sich künftig Flüchtlinge beteiligen, und zwar mit 10 Euro im Monat. Flüchtlinge, die in Deutschland eine Ausbildung begonnen haben, dürfen sie auch beenden und danach mindestens 2 Jahre in Deutschland arbeiten. Außerdem gilt, die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern soll erleichtert werden. So sollen künftig genaue Vorgaben für ärztliche Atteste gelten, mit denen Flüchtlinge ihre Abschiebung verhindern können.